Wie praktisch. Moin, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Frisch ausgeschlafen? Nein, sind wir nicht. Ich hoffe, ihr seid alle da, habt eure Geldbeutel dabei, Credit Cards ready und eure Shoppingliste. Ja. Right. Schluss, wer ist da? Sag mal hallo. Hört ihr uns überhaupt? Hat ja einen kleinen Leck. Portal to Peace, der ist auf jeden Fall da. Samsung ist besser. Sagt er. Ja. Peace, sag ich da. Matrix 99. Diese Sonnenbrillen sind auch da. Ja. 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 Ha. Ha, 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 ha. Portal to Peace. Yo, ba, 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 ba. Wir haben richtig Bock drauf, heute die iPhones zu bestellen. Zwei Stück. Ja, wir hatten auf dem Radar das 12 zu bestellen, das 12 Pro. Kannst du mich bitte grüßen? Wen jetzt meinst, wer soll dich grüßen? Lappen oder Lappen? Soll der Lappen dich grüßen oder der Lappen? Aber wir begrüßen dich auf jeden Fall pauschal schon mal. Yang Boss 68. Oh, moin Sneaker X. Sneaker X, kannst du mich bitte grüßen? Ja, schon Sneaker X. Das wäre sehr nett von dir, danke. Grüß uns bitte. Grüß uns. Ja, schreibt mal rein, was, ob ihr auch vorhabt, was zu kaufen oder ob ihr jetzt nur zuschauen wollt, erstmal euch inspirieren lassen wollt oder habt ihr schon einen Plan, was ihr danach machen wollt. Oder kauft ihr euch alles Samsung-Geräte, weil die sollen ja besser sein, habe ich gerade gelesen. I'm from Iraq, Middle East. Nice. Copying an iPhone today. Moin Meister. Love you from Markdorf. Furzis. Furzis. Jakob. Furzis. Servus. Ja, so langsam füllt sich's. Würde ich sagen. iPhone in Gold. Ja, natürlich. Gibt's auch andere Farben. Der Jakob wartet aufs Pixel 5. Kommt es aber nicht heute bei dir an, oder? Kriegst du es heute? Wann kriegst du es? So wie du, glaub 20. oder 21. Ja, also Montag, Dienstag, oder? Montag, Dienstag. Ah, Car TV hat auch wieder sein... Was ist denn das? Das ist ein Ladekreis. Kann man das da hier reinhauen? Kann man reinhauen, geht ab. Nein, dauert noch, ja, genau. Rabatt bei Apple? Das ist speziell los, Kollege. Gibt's Rabatt überhaupt bei Apple so generell? Nee, du kannst gern mehr bezahlen, glaube ich. Also das ist auch in Ordnung. Das Julian Gristich. Moinski. iPad Pro mit Apple Pencil 3. Okay, Bro, das ist so ein Zukunftsding, gell? Zurück in die Zukunft. Jetzt wurde ja heute, oder gestern kam schon raus, dass die neuen MacBooks kommen im November, gell? Bringt ja auch gar nichts hier. Ha, hab nicht zugehört. Im November kommen die neuen MacBooks. Ja, November! November ist geil, ja. Dieses Jahr. Dieses Jahr? Ja, das ist sehr schön. Ja. Ja. Und die, deine Kopfhörer hier, die Dingsens da. Shit Audio. Die kommen erst nächstes Jahr. Sicher, safe. Ja, safe. Ja, gut. John, wieso meine ich? John Prosser hat es wieder rausgehauen, rausgeleakt. Warum habt ihr Sonnenbrillen auch? Ja, weil du bestimmt auch eine hast. Dann haben wir auch Sonnenbrille. Haben wir auch welche. Ganz klar. Was hatte eine Apple Watch 6, aber war nicht zufrieden und hab's zurückgeschickt? Warum hast du sie zurückgeschickt? Ich kaufe jetzt 65.000 Euro, Mac Pro, hab 250 Euro auf dem Konto, aber muss ja. Okay. Du, mit 50 Euro auf dem Konto hast du schon mehr Geld als die meisten Leute. Das ist schon mal nicht schlecht, guter Anfang, schon mal keine rote Zahl, ja. Also kann man ja durchstarten. Ja, richtig. 65.000 Euro, MacBook Pro, gibt es das überhaupt? Car TV, uns geht's gut. Nicht so gut wie Apple, weil die bekommen bald Geld von uns, aber wir freuen uns drauf auf die iPhones. Kevin schießt sich heute ein goldenes, glaube ich. Sicher nicht. Goldenes iPhone 12 Pro. Also wir kaufen jetzt heute zwei Dinge. Wir kaufen einmal das iPhone 12 und einmal das iPhone 12 Pro und noch einen Sack voll Zubehör. Wieso wurde von dem Kollegen die Nachricht... Achso, okay. Der beste Lauch ist auch am Start. Der beste Lauch ist am Start. Ja. Moin. Lauch mögen wir auch. Ich bin mir auch nicht sicher, Lappen oder Lauch, was ist denn jetzt besser?
Weiß man es. Ja, hier Matrix 99. Ich meine, wieso hast du dir dann keine SE gekauft, wenn du dir den Nutzen nicht erkennst? Gute Antwort auf meine Frage, Lappen oder Lauch, ja. Hast du mich das gefragt? Ja, sicher. Aber ich höre dir doch nicht zu. Sicher. Wie ist es eigentlich? Kommt jetzt heute das iPad R4 schon raus? Ja, du hast schon mal gemeint, ja. Ich dachte mal, wäre eine coole Sache. Ich kann es gerade mitbestellen, aber vielleicht auch nicht. Ah, guck hier, doch, Verkaufsstand und Hüll. Store ist offline. Das wird schon heute kommen. Ja, also müssen wir das wohl auch noch kaufen. Also dann wird es ein iPhone 12, ein iPhone 12 Pro und ein iPad Air 4. iPad Air 4 habt ihr entschieden, machen wir blau. Blau, ja. Also die anderen Farben habt ihr eigentlich auch schon gesagt, gell? Also das Pro wolltet ihr auch in blau, so wie ich es verstanden hatte. Moin Morpheus aus dem kalten Norden. Hier unten ist auch kalt und es regnet und regnet und regnet. Murat! Grüß dich! Nein, Murat ist da um die Uhrzeit. Ich dachte, du musst arbeiten. Der Murat arbeitet doch, der kauft gleich iPhones. Ah, der ist Shopper, Professional Shopper. Der ist Professional Shopping Queen. Achim, Grüße gehen raus. Ah, da kam gerade noch der Hinweis, dass die iPhones alle 5G haben. Ich wusste nicht, ob ihr das jetzt alle wusstet, aber danke nochmal für den Hinweis. So geil, habe ich dir heute Morgen den Tweet geschickt. Da gibt's, könnt ihr mal schauen, da gibt's auf Twitter so einen geilen Zusammenschnitt irgendwie, wie oft sie 5G sagen. 5G, 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 5G. Ja, aber das ist ja auch geil, oder? Also, komplett behindert. Wieso macht man sowas? Wie den Zusammenschnitt? Nein, warum erwähnt man in seiner Keynote 1000-mal 5G? Warum, oder? Keine Ahnung. Haben die vielleicht irgendwie eine Donation dafür bekommen? Jedes Mal, wenn eine 5G läuft, kriegen die. Ja, die hatten so eine interne Wette am Laufen irgendwie. Tim Krause! Hi. Du guckst so geschockt. Was hättest du erwartet? Vielleicht dich. Mich? Dich ohne mich. Bin doch da. Ja. Hey, 5G, 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 wie oft denn noch? 5G, 5G. 5G, ja, da muss man auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen, dann in den ganzen 5G. Reviews. Auf 5G unbedingt. Ich meine, das können wir auch mal live testen, weil wir es hier überhaupt nicht nutzen können. Ja, genau, wir machen so einen 5G-Test. Also hier haben wir es nicht, hier haben wir keinen Empfang und hier haben wir keinen Empfang. So wäre dann der Test. Jonas Lang, grüß dich. Das iPhone 12 hat 5G. Aua. Krass. Und wie ist es dann mit dem Mini und so? Wird es das auch haben? Da sind wir uns jetzt nicht ganz sicher. Das Pro Max hat es garantiert, oder? LB Magic, grüß dich. Willkommen zum Shopping-Marathon. Marathon. Ja, es so ist gar nicht so. 5 Sekunden, klicky, klicky und fertig. Ich glaube auch, die haben das nur so aufgeteilt, jetzt, dass der Store nicht komplett in die Knie geht. Weißt, also wenn es das Pro Max noch zu haben wäre und das Mini noch zu haben wäre, das würde doch dann komplett wegwichsen. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube halt, die wollten erstmal, dass die Leute sich das iPhone 12 kaufen. Dann diese zwei, wie viele Wochen sind es? Keine Ahnung, Wochen warten und dann sagen, ach fuck, ich brauche doch das Pro Max. Weißt du, auf die Art, haben sie beide gerichtet. Kann ich mir aufhören mit Fluchen jetzt, ja, stimmt. Also, ja, dann kriegst du wieder einen Strike. Strike, genau. Und diesmal steht dann aber auch ein Grund dran. Das wäre mal schön, da hätte ich nämlich einen Grund und dann könnte ich auch mich verbessern und würde einfach noch mehr fluchen. Ehre. Bundesland, wo wir wohnen, Bundesland ist Baden-Württemberg. Wir wohnen im Dreiländereck. Dach. Dach. Im Dreiländer-Dach. Ja, was ich gestern auch noch gesehen habe, das habe ich dir auch geschickt, das iPhone 12 hat in den USA eine andere Antenne an der Seite. Neulich hat das jemand im Stream gesagt, dass das aussieht wie Touch-ID. Das ist aber so eine Antenne an der Seite. Ja. Und deswegen ist das iPhone 12 in Amerika auch schwerer. Super. Ja, aber billiger. Also wir haben quasi eine breitere Netzabdeckung, haben mehr drin am Endeffekt. Und wir als Schwaben müssen ja schon mal sagen, also selbst wenn wir es nicht brauchen, müsste es ja eigentlich drin sein fürs Geld. Hätte ich gern gehabt, gell? Natürlich. Ja. Also ich beschwere mich. Macht es. Offiziell? Beim Tim Apple. Tim Apple? Die Apple-Seite wird gleich kotzen. Schon. Die sollen froh sein, dass wir unseren Bot nicht anschmeißen, weil sonst wird es da so richtig scheppern. Der bottet dann alle. Grüße raus ans Nico X. Schon wieder. Raus in die Vorhalle. Sneaker X, kannst du mich grüßen? Ja. Was für Regeln? Ja, der Jonas hat Regeln geschickt, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, wir haben mit ganz großer Vorsicht und Bedacht die noch nicht durchgelesen. Weil Zeitmangel, ganz einfach. Absoluter Zeitmangel zurzeit. Wurde die geschickt auf Insta, gell? Ja. Also cool, du hast dir viel Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, wer da jetzt alles dran mitgefeilt hat. Aber
Ja, cool. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Wir sagen dir dann Bescheid. Ich denke mal dann auch auf deine Nachricht. Ja, aber da brauchen wir ein bisschen Ruhe und dann machen wir das auch mit einem vernünftigen Fokus drauf, dass wir uns nicht nur so wischiwaschi anschauen, sondern schon ordentlich. Hast ja auch verdient, wenn du so viel Arbeit reinpumpst. Schon richtig gehasselt, im Gegensatz zu uns. Aber wir müssen ja heute auch einkaufen. Und Achso, eine Frage müssen wir noch klären, und zwar, welche Farbe sollen wir denn bestellen für das 12, also das iPhone 12? Das Pro und das iPad Air haben wir schon geklärt, das wird das Blau, oder? Und jetzt brauchen wir noch eine Farbe für das 12. Haut mal raus, was ihr denn für eine Farbe gerne hättet. fürs normale 12. Alter, Gold! Das Junge! gibt's doch beim normalen 12er gar nicht. Sneaker X Wie hast du oft eigentlich ich. überhaupt keine Du, Ahnung. ich komm gleich raus und klatsch es dir eine hinten rein. Schon? Das gibt's ja nicht, ey. So unfähig. Blau-Schwarz. Blau. Ja, es gibt Blau-Rot, dann dieses Weiß, oder? Das ist Weiß. Weiß. Grün und Schwarz. Also auch blau, dann wird es heute eine komplett blaue Runde, oder? Bis jetzt sieht es so aus. Nee, Schwarz. Warte mal auf, ich schreibe Schwarz. Der Jonas schreibt Blau. Bali. Du Sneaker X, sei mal nicht so frech, gell, und stell dir den Strom ab da vorne. Blau, 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 alle blau, blau. Ihr wollt alle blau? Bunt wäre am besten, mich auch für. Bunt. Ah, welches ist bunt? Alle. So, alle zusammengeklebt irgendwie so. Ja, keine Ahnung, das Grün wäre schon auch cool, oder nicht? Nee, also nee, Nicht? nee. Ganz ehrlich, nee. Also dann noch lieber ein rotes, aber kein Oh, grünes. aber rot ist Ja, schon. eben. Boah, aber das Grün geht gar nicht. Jakob sagt Silber. Ja, das finde ich auch nicht so. Das ist Ich weiß. weiß, Silber gibt es doch nur Silber gibt. beim Pro. Pro haben wir schon entschieden, das wird blau. Aber das 12er, Das hast du halt entschieden. nein, haben die anderen letztes Mal Ach so, schon echt? entschieden. Okay. Ja, hast du nicht aufgepasst. Okay. Nee, das ist auch immer so ein Problem, was ich habe. Ich habe immer so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Syndrom, immerhin kannst du das Wort aussprechen, das ist schon Kann mal ich. gut, gibt schon mal einen Pluspunkt. Ja, das ist. Nee, das ist safe weiß, ja. Definitiv weiß, Ich finde ja. das Grün nicht so schlecht. Ich find's scheiße. Das ist so ein Ding, wo man sich, glaube ich, noch dran gewöhnen Nee, muss. ich nicht. Guck mal, ah, da, kannst du nicht zeigen. Ah, okay, es glänzt halt. Warte mal, Okay. wir switchen mal kurz ein Screen, dass ihr auch mal seht, was er hier sich gerade so reinzieht. Könnt ihr auch mal eure Meinung bilden. Ich finde, Grün geht gar nicht. Das ist Grün. Ja, die sehen es noch gar nicht. MM schreibt grün, grün, grün. Das Grün sieht aus wie Ah, Kotze, jetzt okay. müsst ihr sehen, ja. Ach so, das ist ja immer noch hinterher. Wir sind ja viel zu schnell. Yeah, das leckt ein bisschen hier. Also daher, Ja, das Grün. ich bin Ja, voll das. bei Matrix 99. Grün sieht aus wie Gott, das geht nicht. Das ist auch für mich kein Grün. Hyrotech, moin, moin. Rot? Also Rot ist auch nicht so geil, meiner Meinung nach, aber Kotzegrün. schreibt mal raus, was ihr wollt. Ach gut, der Michael hat extra noch geduscht vor unserem Stream. Ey, das ist aber echt freundlich, weil dann mockt ihr drin nicht so. Schon. Also, so wie letztes Mal, wo wir so alle ungeduscht irgendwie im Chat, das war schon Das ist echt schon eklig. eklig. Also da solltet ihr Oh. echt nochmal alle drauf achten, bitte duscht vorher, bevor ihr hier den Chat Space Gray gibt's doch gar nicht. reinhaut. Es gibt nur Schwarz, oder? Naja, das Space Gray gibt es hier nicht. Nee. Das ist das Weiß. Das ist schon auch nicht schlecht. Schwarz, Cobra 14 sagt blau, weiß. sie sagen halt alle blau. Ja, blau ist, glaube ich, auch einfacher zu schreiben als schwarz. Ja, aber schwarz finde ich brutal langweilig. Das ist halt immer, alle iPhones waren ja früher immer schwarz und Space Gray und. Boah. Bin in Quarantäne. Ui. Da guckt blau. Aber ich glaube, das ist so voll der Fake, weil das Blau ist ja gar nicht so, das spiegelt sich ja da drin. Ja, sicher. Spiegelt sich alles da drin. Das ist irgendwie Kacke. Aber ihr müsst uns jetzt schon noch konkret sagen, was wir. Der Sneaker X schreibt mir gerade, wurde gestrikt. Wer? Ich weiß es nicht. Wir. Nee, er. Ah, ja, ist gut. Und wie viel können wir nochmal bestellen? Ja, jetzt 14 Uhr. Ja. Laut Webshop, Viertelstunde 14 noch. Uhr. Hier dran. Ab 14 Uhr kannst du vorbestellen. Musst du aber nicht. Da läuft jetzt hier die Bude heiß. Ich drücke auch öfter mal F5, weil dass der Shop auch auf jeden Fall in die Knie geht. Der Niklas schreibt bitte schwarz. Jetzt haben aber auch viele schwarz geschrieben, gell? Naja, viele haben schwarz geschrieben. Viele haben aber blau geschrieben. Also ich glaube, blau und schwarz sind gerade die Spitzenreiter. Grün geht auf jeden Fall nicht, haben wir alle festgestellt. Schwarz. Er sagt ja alles schwarz. Und er sagt blau. Jetzt machen wir nochmal konkret dann das Finale, oder? Machen wir schwarz und blau. Genau. Zählen wir es dann zusammen. Nein.
Wir lassen zusammen zählen. Wir machen heute alle blau. Ja, ja, genau, rot. Jonas! Er hat's verstanden. Bei so einem Finale bringst du immer noch eine dritte Partei rein. Das ist wir haben jetzt richtig. Blau, dann haben wir schwarz. Nochmal blau, zweimal blau, dreimal blau. Zweimal schwarz, dreimal blau. Dann schwarz. 3-3 haben wir jetzt. Dreimal blau, dreimal schwarz. Blau. Viermal blau, dreimal schwarz. Gelb. Ja. Viermal blau, dreimal schwarz, Leute. Und einmal gelb. Und du? Ja, schwarz ist langweilig. Niklas auch, also 4-4. 5-4 für blau. Können wir auch. Ah ne, der Michael schreibt zum zweiten Mal. Clever. Ganz, ganz, ganz clever. Pink ist natürlich auch nicht schlecht, wenn es geben würde, gell? Wird schon knallen. So ja. Pinkes Ding. Ich habe gerade das iPhone 6S, hab genug Geld. Geil. Das ist nicht schlecht, wenn man genug Geld hat. Ja, du, Hyrotech, klar, warum nicht? Also, man muss ja so ein bisschen auch die Wirtschaft ankurbeln, finde ich. Gerade so jetzt in Zeiten von Corona mal so ordentlich einen raushasseln, auf die Kassen hauen, so ein bisschen sagen, komm. Auf die Kassen hauen. Gönne ich mir doch mal so ein iPhone. Gönn. Oder ohne zwei. Kopfhörer, oder ohne zwei. Netzteil. Oder zwei. Hast du mitbekommen, in Frankreich? Nee. Muss Apple, was da Regularien gibt, gelesen, müssen stimmt, die mit Kopfhörer ja, ausliefern. Ja, habe ich gelesen. Komplett also, freaky. Jetzt können die ihr ganzen Karton, den sie designt haben, in die Tonne treten und neuen für Frankreich designen. So ein Quatsch. Vor allem hätte ich habe auf Twitter geschrieben, ich würde Apple noch 5 Euro bezahlen, dass ich die Kopfhörer nicht nehmen muss. Ja, mach das. Kannst du mal spenden an den Tim Apple. Ja. Hallo, grüß dich. Der Lucien ist auch da. Lucien am Start. Umstieg vom Elfer, ja klar, kannst du machen. Siehst, Morpheus hat recht. Wir holen schon das Pro in Blau, dann sollte das andere eine andere Farbe sein. Habe ich auch gesagt. Dann nehmen wir Schwarz, wenn jetzt alle Schwarz sagen. Schon geschwätzt. Schwarz? Ey, wenn es die sagen? Boah. Kannst du dich jetzt mit denen anlegen? Also er sagt, ihr habt alle ich eure hab Meinung gar nichts eigentlich für einen Arsch gesagt. Doch, sagt er hier. Das war so ein innere Aufruhr war das jetzt gerade so, wie ich mir so ging. So Schwarz. Puh, weißt du, einfach mal setzen lassen. So. Einfach mal setzen. Puh. Schwarz, sagt er. Na, da, rot beim Normalen. Kauti, wie sagt er, dem ist ein iPhone draußen, das kann ich mir das 5er holen. Da spielt noch eins übrig. Irgendwo. Mein 5er, wo ist das? Ach, keine Ahnung, das läuft, glaube ich, gar nicht mehr. Nein, das ist ja traurig. Mal gucken, ob ich irgendwo meinen 5er noch habe. Das hast du schon lange gehabt, gell? Ja, ewig. Bis zum 10er. Das Pro in Gold. Ja, nee, es geht ja nicht. Das haben wir schon beschlossen. Außerdem ist, wird der Kevin das wahrscheinlich verwenden. Und Ash ist auch nicht so der Goldtyp. Na, Gold ist nicht so meine Farbe. Aber Blau hatten wir damals schon eigentlich ziemlich safe gesagt beim Pro, dass wir Blau nehmen. Und da wollen wir natürlich jetzt auch alle nicht überstimmen. Ja, der Jonas sagt, dass es nicht gut aussieht. Ich finde mal ohne Spaß. Also wenn man jetzt, mal unabhängig davon, ob man der Typ dafür ist, von der Machart finde ich das Gold cool. Ja, also das Gold passt. Es gibt ja Gold und Gold, oder? Also von der Optik. Und das Gold schaut durch diesen... das da, guck mal. Durch dieses Edelstahl schaut es... Ja, guck mal das an. Gern. Das ist schon... Ja, die sehen es gerade nicht. Jetzt kommt er aber gleich. Ja, ach, hast du es weggemacht? Ja, natürlich. Ich schreibe mal schnell um, dann seht ihr das Gold. Der Achim schreibt blau. Blau. Lukas sagt 128. Achso, ja, das nehmen wir sowieso. Speichervariante, genau. Matrix fragt auch, wie viel Speicher. 128 werden wir holen. Ja, jetzt seht ihr ja das Gold, gell? Ja. Also das Gold. Das kommt halt durch das Edelstahl ziemlich geil rüber. Ja, guck mal, wie das flasht. Schon geil. Aber. Ich find's cool. Ich find's trotzdem zu heftig, irgendwie damit rumzulaufen. Lucien sagt auch, schwarz ist langweilig. Hyrotech sagt, soll ich mir schwarz oder blau holen? Vielleicht also, persönliche beide. Meinung jetzt von mir? Blau. Also, ich würde, wenn ich das iPhone 12. Fände ich sogar weiß am coolsten. Ja, das ist auch cool, das ist so retro. Das ist einfach so schlecht. Apple Zeug. Früher der iPod war auch weiß. Ja, weiß-grau. Apple ist schon immer ein bisschen weiß gewesen. Ja. Aber es ist halt voll Geschmackssache. Voll. Und ich hab ja keinen Geschmack, deswegen. Und wir können uns aber schlecht entscheiden, deswegen fragen wir euch, weil am Endeffekt sind eigentlich alle Farben irgendwie cool. Bis auf Kevin mag das Grün nicht. Das Grün geht gar nicht. Aber sonst haben sicher alle anderen einen Einsatzzweck, wo man sagen kann, ja, das macht schon Sinn, kann man schon mal nehmen. Gut, außer Rot irgendwie. Wieso, wenn du jetzt bei Ferrari arbeitest, kannst du schon mal mit einem roten iPhone antanzen. Ja, aber sonst ist schon komisch irgendwie. Alles blau, sagt der Benny. Hi Benny, haben wir dich schon begrüßt? Ich glaube nicht, gell? Nope.
kauft alles und gut ist. Es ist immer so klar. Das ist, von wem soll es sonst auch kommen? Danke, Murat. Übrigens, Murat, gerade wenn du sowas raustauschst, ein Hinweis jetzt von mir. Wir haben jetzt auch unten einen Spendenlink in der Description. Würde helfen, dann machen wir das. Dann führen wir deinen Wunsch aus und kaufen tatsächlich alles. Schon, wir sind ja auch im Überlegen, wenn wir hier genug Donations mal noch zusammenkriegen, dass wir was verlosen. Ja. Haben wir letztes Mal schon gesagt. Ja. Also bisher hätten wir 4,70 Euro, glaube ich. Die Nummer ist noch am Laufen. 10 Minuten noch. Ja, jetzt wird es langsam heiß. Jetzt ist es heiß. Wir sind schon aufgeregt. Und dann hat es hier einfach mal zack Stromausfall und es ist einfach keine Chance. Jack Play fragt, warum wir beide Sonnenbrillen aufhaben. Weil nur einer wäre komisch. Einer wäre echt komisch. Ja, deswegen haben wir es eigentlich ja gerade beide auf. Ja. Ja. Ich de-dose den Shop nochmal kurz. Passiert einfach mal noch gar nichts. Passiert noch gar nichts. Der beste Lauch muss kurz weg. Okay, krass. Jetzt. Okay. Aber man muss sich aber echt beeilen. Beim Anblick vom Grünen bekomme ich den Hirntod. Ja, schon, ey. Also das, ja, ich weiß nicht. Das Problem ist halt auch, wenn man so, das muss man schon live sehen manchmal, weil die faken schon ziemlich viel zusammen auf der Seite, weißt du? Naja. Fotos sagen halt immer gar nichts. Das ist schon so. Das ist so, keine Ahnung, wie auf so Dating-Websites, weißt du ja selber. Jack Play fragt, warum überhaupt Sonnenbrillen? Ja, warum überhaupt Sonnenbrillen, kann man schon mal kurz sagen. Also wir haben es jetzt schon mehrfach erklärt in unseren anderen Streams, aber das ist ja kein Ding, da warst du wahrscheinlich nicht dabei. Wir haben hier brutal viele Funzeln in unserem Studio und die blenden richtig krass. Überall glitzert. Also meine Augen halten es gar nicht aus, es föhnt einfach krass und wir können uns dann nicht wirklich auch auf die Cam fokussieren. Zudem haben wir noch überall Screens und Bildschirme, wo wir reinschauen. Und dann wäre es auch recht unfreundlich, wenn es immer so aussieht, als ob wir nur in die Bildschirme schauen und nicht in die Kamera. Und somit kommt es von dem Sonnenbrillcharakter ein bisschen cooler rüber. Und mittlerweile ist es einfach auch ein Markenzeichen von uns geworden. Lucien, so geil. Also bei roten Schuhen, was? Roten Schuhen tragen ja auch nur Husos rot. Ja. Okay. Kann man so sagen. Kann man auch so stehen lassen. Wo kommt ihr her? Ja, von hier, vom unterm Tisch. Vom Bodensee. Ja. Bodensee, direkt am Bodensee. Mehr See geht nicht. Du würdest Grün gern live sehen, sagt der Storm. Ja. Ja, schon. Aber ich nicht. Wenn wir das halt hätten, würdest du es halt auch nicht live sehen. Richtig. Und der Apple Store ist zurzeit immer nur mit Termin und, glaube ich, nur 100 Minuten vorher anmelden und bla, so einfach reingehen. Das kannst du vergessen, ja. Kannst du voll vergessen. Kannst du echt vergessen. Das heißt, was hast du da für eine Möglichkeit? Du musst irgendeinen finden, der sich ein grünes gekauft hat und dann halt vorbeischauen. Der Benny Meissner schreibt, er wohnt in Lindenberg. Das ist ja auch nicht weit. Du bist nicht weit weg. Und grüß dich aus Lindenberg, Benny. Grüße nach Lindenberg. Da ist doch der Liebherr in der Nähe. Auch, ja. Jonas sagt, Bodensee gleich bester See. Natürlich. Achim, deine Nachricht wird schon wieder unterdrückt. Du musst auf deine Wortwahl achten. Ja, der ist genauso lost wie wir. Der Achim hat auch eine Vorbildfunktion und deswegen sollte er echt auf seine Wortwahl achten. Aber checkt mal gerne seinen Kanal ab, der ist nämlich richtig cool. Schon habt ihr beim Achim mal vorbeigeschaut. Achim könnt ihr alle mal anschauen. Hörst du vorbei. Cooler Typ. Der macht echt coole Sachen. Vor allem finde ich, ist sein Bart schon auch Legende. Ja, man hätte jetzt noch eine Sonnenbrille auf. Da gab es ja früher mal DJ Ötzi, der hat einen ähnlichen Style verkörpert mit der Sonnenbrille, weißt du noch? So einen langen Bart gehabt. Achso, ich dachte. Nicht DJ Ötzi, nein, wie heißt er? Der Milka, wie ist denn der? Nee, ja, du meinst Coolman. Den Coolman-Typ. Ach, was war das nochmal? Alter, keine Ahnung. Das kennt ja eh keiner mehr. Ja, iPad, Michael, steht fest. Haben wir doch letztes Mal schon. Da warst du doch dabei. Blau. Ja, blau. Grüße aus der Schweiz, Grüße zurück in die Schweiz. Heute, Grüße miteinander. Grüezi. Warum hat das MacBook Pro so eine lange Lieferzeit? Sagt der Nils Norbert. Wie Lieferzeit? Hast du schon aktuell bestellt? Aktuell jetzt gerade, oder was? Du meinst jetzt, bis es rauskommt? Ich kann gar nicht schauen, weil der Store ist ja down. Oder hast du schon bestellt? Ja, fünf bis... Nee, eigentlich sind es sechs Minuten noch. Sechs Minuten noch? Na, kommt drauf an, auf welche Uhr du guckst, ja. Hey, it's cool, man! Ja, sicher, so war nämlich. Hip-Hop Sam, Servus aus Österreich. Das ist halt geil, die sind alle hier eigentlich angrenzend an unser Wohngebiet. Ja. Also außer du wohnst natürlich in Wien. Ja. Dann bist du nicht angrenzend an unser Wohngebiet. Aber sonst sind wir im Dreiländereck, ja. Das sind wir. Grüße aus Tuttlingen, Herr Hai. Grüße vom Bodensee zurück. Tuttlingen ist auch nicht schlecht. Aus Markdorf. Schon, ist ja alles in der Hood. Ulm. Ulm ist auch nicht so weit weg. Du, Michael, wir entscheiden uns nicht anders, weil wenn ihr das entscheidet, entscheidet ihr das.
Ulm auch nice, cool. Erstmal in Ikea nach Ulm. Das ist das Einzige, womit du Ulm verbindest. Ich verbinde es noch ein bisschen so mit Basketball. Mit schlechtem Basketball. Verbinde dann Spaß. Grüße aus Wien, tatsächlich. Chris, aus was Wien. Geht? Hi. Christoph, Grüße aus Tirol. Aus Tirol, cool, aus allen Ecken sind wir ja hier jetzt da zusammengekommen. Voll international. Um gleichzeitig Geld auszugeben. Das ist ja schon ein ganz geiles. Kauft ihr jetzt eigentlich auch gleich parallel ein oder schaut ihr nur zu, wie wir uns hier Battle Arm kaufen? Oh, Duisburg auch. Und Oberpfalz, alles. Der Jonas. Der Jonas war eh klar, dass du aus der Oberpfalz kommst. Und der Jonas Lang kriegt seine Uhr erst am 26. November. Boah, das ist schon echt noch lang, Junge. Und unsere ist jetzt die Woche gekommen, die Series 6. Da machen wir jetzt dann auch noch einige Videos dazu. Ja, stimmt, die ist angekommen. Lucien aus Chemnitz. Noch sicher von drüben kommt immer noch jemand. Von drüben? No. Ne? Nein, wir machen nur Spaß. Alles no front. Natürlich no front. Der Hyrotech, hey, der schaut nur zu. Gold, Halle, ey. Saale. Sneaker X, da ist er ja wieder. Er ist eingeschlafen kurz. Der war sicher auf dem Klo. Hast du nicht gehört, spülen. Komplett werden wir weggespült hier. Der LV Magic fragt, ob wir die Apple Watch privat viel nutzen. Nee, aktuell irgendwie gar nicht. Wir haben jetzt zwei hier liegen, aber irgendwie... Nö, gerade nicht so. Irgendwie gar nicht. Die liegt hier... Aber immer mal wieder. Wo liegt sie eigentlich? Da drüben liegt auch gerade eine, gell? Hier noch so eine SE rumfahren irgendwie. Ah, und schaut euch diese Farbe an. Das schönste Band auf der Welt. Habe ich extra, wie gesagt, von Kevin bestellt. Ja, lecker. Das ist die SE. Auf Prinz Markus angelehnt. Ja, genau. Wir haben hier eine SE rumfahren. Und die Series 6. Sneaker X, eure Lappenmods haben mich gekickt. Erstmal, also Sneaker X, das wird echt serious hier. Nichts gegen unsere Mods, die sind schon ziemlich cool. Aber Lappen sind sie auf jeden Fall, ja. Weil sonst wären sie nicht unsere Mods. 4 Minuten noch. Was, wie lange das iPhone braucht, bis es da ist, fragt der Hyrotech. Puh. War das stand doch dran, oder nicht? Ah, nee, steht nicht dran. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich glaube, ich bin so aufgeregt heute. Ich glaube, so 5 Tage, oder? Keine Ahnung. Kann es sein? Das steht da gar nicht. Das werden wir nachher sehen, wenn wir es kaufen. Und bei Sneaker X. Das ist ja, Sneaker X, so schnell geht's. Ja. Okay. Und halt mal ein bisschen an die Regeln halten. Der Amar sagt, eine Woche? Okay. Das heißt, wenn wir heute bestellen, haben wir nächste Woche Freitag die Dinger hier bei uns. Das ist ja geil, dann kannst du gleichzeitig mit deinem Pixel kommen. Pixel 5 kriegen wir nämlich nächste Woche. Ja, Montag, Dienstag vielleicht sowas. Und Murat hat sich ja keins bestellt. Das ist so schwach. Wieso bestellt der Murat kein Pixel? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist mit dem Mann. Hat er irgendwie jetzt hier Geldsorgen oder? Nee, der hat sich doch das Microsoft-Ding bestellt hier. Das. Aber dann haben wir den nicht einen hier. Ja, das Duo. Ja, genau. Wie heißt das? Ja, Duo. Das hat er sogar schon aus den Staaten hier bestellt. 1.300 Euro hat der Mann ausgegeben. Habe ich mir heute Morgen... Einfach mal. Habe ich mir heute Morgen das Video angeschaut von ihm, habe ein Like dagelassen, einen Kommentar dagelassen und schreibt nur zurück, danke Meister. Denke ich mir immer, woher weißt du, dass ich es bin? Ja, das merkt er am Schreibstil. Am Schreibstil. Ich würde das anders schreiben. Irgendwie hat der Jojo gestern ein Video gedroppt. Da hieß es irgendwie so, Webcam unten im Handy drin. Unterm Display. Unterm Display. Dann habe ich geschrieben, das Handy kommt oben ohne. Außerdem kein Webcam, Frontcam. Front, ja, sag ich ja, doch. Ja, sagt er doch. Das war das Gleiche. Ja. Der Amar fragt, ob es sich lohnt, vom iPhone 10 aufs 12 Pro zu wechseln. Ja, warum nicht? Wenn du eine coole Cam verwenden möchtest, dann ja. Ansonsten musst du aber überlegen, was hast du für einen Einsatzzweck. Das kommt immer ein bisschen auf dich drauf an. Also es kann sich lohnen, es kann sich aber überhaupt nicht lohnen. Ja, ich finde die Cam vom 10er finde ich ein bisschen nicht so gut. Die Farbe beim R4 hatten wir letztes Mal abstimmen lassen, das wird das Blau werden. Jetzt sind wir eh gleich, warte, ich switch mal so ein bisschen den Screen, dann könnt ihr auch sehen, jetzt geht's gleich los im Shop. Eine Minute noch. Ich hoff's. Ah, genau, da stehen die Dinger drin, da müssen wir es noch rüberziehen. Ja. Also wir gehen mit euch den kompletten Prozess durch, wir werden auch Zubehör noch kaufen, haben wir schon gesagt. Nö, aber jetzt haben wir's. Wir werden noch Zubehör kaufen, und zwar den Wireless Charger. Ja, unbedingt. Zum Dranklatschen für 43 Euro oder so. Ja. Dann ein Case wahrscheinlich noch. Müssen wir gucken, ob die auch cool sind, ja. Ja, wahrscheinlich 2 Cases. Eins für dich und eins für das normale 12er. Und was noch? Müssen wir gucken, was es gibt. Gibt es noch ein paar so Sachen. Das Kreditkarten-Ding könnte man vielleicht auch noch testen. Ja. Sollen wir so ein Kreditkartenteil bestellen? Das ist, wo man über den Magnet hinten hinklatschen kann. Ja. Der Murat hat es bestimmt schon. Der Murat? Klar.
Der kriegt das alles schon vorab. Los, los, los. Freu dich aufs Wochenende Geht's schon und aufs los? Warum schreibt jemand Vorbestellen. los? Nee, der Shop ist noch nicht. Warte. Fast fertig. Noch ein paar letzte Details. Ja. Auf sparsam Schwaben angelehnt, beste. Der beste Lauch ist rechtzeitig wieder da. Warte mal, warte mal, warte mal. Fast Fast fertig. fertig, Mann. Jungs, macht uns doch jetzt nicht hier Druck, fertig. Druck, Das ist ja Druck. unfassbar. Schnell, schnell, schnell. Beeilung. Könnte schon fertig sein, echt. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Jetzt ist 14 Uhr, oder? Also Das ist glatt. schon die ganze Zeit 14 Uhr. Echt? Die ganze Zeit schon? Ja, schon Aua! seit 5 Minuten ist 14 Uhr. Scheiße! Diggi, was macht ihr in dem Store? Mach mal online jetzt! Könnte echt jetzt schon lang fertig sein, das gibt's ja nicht. Ey, der könnte ausrasten! Eskalation fast Mach doch! fertig. Was soll denn das jetzt auch mit dem bunten Apfel, ey? Ja, was heißt fast fertig? Ja, quasi halt fast fertig. Das ist so wie soon. Das ist so wie jetzt immer halt noch nicht fertig. Alter, macht mal jetzt den Also fast Scheiß. fertig, das habe ich auch immer gesagt früher. War nicht Jetzt habe ich mal, fast die haben wir nicht Farbe. mal Was nehmen wir angefragt. denn jetzt für Story? Die Farbe vergessen. Ja, viele haben schwarz gesagt. Echt? Boah, gut, dann nehmen wir halt Wir das. können auch was anderes bestellen. Aber grün geht auf jeden Fall safe nicht. Aber die meisten haben Hä? schwarz gesagt. Das ist schon eine Minute nach zwei. Ich krieg jetzt wirklich gleich. Zieh jetzt hier mal ganz kurz mit der Schau Tastatur. mal, geht gar nichts, oder? Auch kein Nein. iPad, nix. Hier geht gar nichts. Doch, iPad Air. Zack! Nein! Nein! Was ist denn das, ey? Warum? Was macht ihr bei Apple? Tim, schalt mal die Leitung jetzt da frei. Ich kriege ja schon wieder einen Vogel hier, echt. Schwarz finde Ey, ich gut, oh. aber blau auch. Leute, ihr helft uns halt hart nicht, wenn ihr sagt, dass beides cool ist. Das ist ein bisschen Hilfe ist es schon. Ist schon mal eindeutig, dass grün nicht geht, dass rot nicht geht, dass weiß nicht geht. Ja. Ja. Margarita Heise schreibt, was haltet ihr vom grünen iPad Na, also Air? mir gefällt es nicht so, aber das ist echt Geschmackssache. Ich mag jetzt Ja. grün auch in dem iPhone nicht so. Das ist irgendwie, kommt nicht so cool rüber, finde ich. Weiß ich nicht. Boy, Alter. kleine Portal to Peace, was ist mit dir los? Ich mach dauernd Reset, Refresh, Refresh. Reset, ja. Mach ruhig mal Reset und dann können wir nämlich nach Hause gehen jetzt hier. Mann! iPad Air. Guck, das geht schon, aber das ist halt, das geht halt, aber dann doch nicht. Was soll das, ey? Warum sagen die 14 Uhr? Was für eine Ja? Zeit Was ist ist denn mit das, euch ey? los bei Apple? Vielleicht ticken die Uhren anders. Das war voll der Prank, die gibt's heute gar Ja, die nicht. gibt's wirklich nicht. Die wollten nur gucken, was auf dem Shop so geht und ob der Shop das alles aushält. Mann, das ist Alter! doch übelst. Noch ein paar letzte Details. Was müssen wir machen? Muss es noch verpacken oder was? Oh Mann, ey. Ja, das iPad kommt heute auch, Ja, also das das neue iPad. iPad R4. Ja, hier, Also Leute, guckt, da seht ihr zuschlagen, es. wir wollen Ich zuschlagen. klicke hier viel zu schnell rum, weil ich komplett am Durchdrehen bin, aber jetzt müsst ihr das gleich sehen. Aber bei Murat geht's wieder, natürlich. Ah, hätte mich Murat, auch laber gewundert. nicht! Murat hat's ja schon. Laber nicht, Murat! Du kannst es gar nicht haben. Wieso hat Leo? er das? Nee, guckt, es geht nicht. Gibt's ja nicht. Schließt mal die Seite und öffnet neu. Was soll das bringen, Das Bro? ändert ja nicht. Kannst du mir schon viel erzählen, aber Der da. Chris schreibt, er holt sich das iPad Air in Space Gore. Space Gore finde ich immer gut, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Space Gore kannst du nichts Ja. falsch machen, aber ich finde diesmal ist das Blau ziemlich geil. Aber Space Gore, geil, geile Farbe, geht immer. Oh Mann, ey, das ist unfassbar. Was macht ihr? Und Fassbier, ich hätte gern schon mal jetzt die Möglichkeit, irgendwie mal hier jetzt was zu kaufen, aber irgendwie geht es einfach nicht. Apple. Kriegt man schon ein bisschen so Grundaggressionen jetzt gerade. Boah, hey. Kann mal einer hier den Portal to Peace rausknödeln, Luca sagt, er hat es schon bestellt. Ja, du Labersack. ey. Gar nichts hast du bestellt. Nix. Wie im Apple Store. Ach so, zum Abholen. Oder wie? Ja, vermutlich, oder? Abholen kannst du Ja. es ja im Apple Store. Ach so, ja. Hallo, Matteo. Du kommst hier ganz richtig reingeschlendert, weil nix geht. Gibt's doch gar nicht, oder? Nix. Nee. In der App? War's in der App? Scheibengleister, ja schon. In der App kannst du vorbestellen. Bah! Ja, Soll ich mir ein egal. iPhone holen? Ah, dann sehen die Leute das Sehen die es ja nicht. nicht, ist ja auch dämlich. Aber du kannst es schon holen, das ist auch kein Ding. Ja, klick mal auf Refresh. Ich klick mal die ganze Zeit auf Refresh. So, jetzt habe ich hier die alleinige Macht im Studio. Wo ist die Maus? Dreh schon wieder durch hier. Refreshen. Passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts, immer noch nicht. Da kommt eh schon gleich wieder. Da sagt er hier, der LB Magic sagt, in der App geht's aber auch nicht.
Was jetzt? Wer prankt uns denn jetzt hier da? Wir werden voll gefoppt hier. Wahrscheinlich ist es der Tim Apple passiert. Gib mir mal den Apple Store, gib mir mal den Apple Store. Ah, labert doch nicht so ein Kack. Hier. Doch, jetzt geht kaufen. Ah, du kannst vorbestellen. Ja, das geht online wirklich nicht. Echt jetzt? Nee, krass, in der App geht's. Okay, also machen wir mal iPhone 12 Pro vorbestellen. Ey, wie aber geil. Ich bin, glaube ich, mit dem falschen Konto angemeldet. Ich bin mit meinem Konto angemeldet. Ja, dann mach mal raus. Ah. In der App geht. In der App geht wirklich. Krass, die haben den, jetzt geht's hier auch. Also. Also. Kaufen. iPhone 12 Pro. Wir kaufen erstmal das Pro. Pro ist auch viel wichtiger. Pro. 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 In Gold. Nein! Welche Größe nehmen wir? 256. 256, sieht fair aus. 256 in die Masse, iPhone eintauschen. Nein! Vollständig bezahlen. Sicher. Easy Credit. Apple Care. Scheißegal, wir kaufen neues, wenn es runterfällt. Es fällt sowieso runter, wir wollen ja den Drop-Test machen. Hier, guck mal, 23. Oktober, kannst du abholen, Lieferung. Was abholen? Ist jetzt im Warenkorb. Ja, nee, weiß ich nicht, da ist kein Warenkorb da. Hallo? Immer hinzufügen. Hab ich schon. Alle. Warte, dann mache ich parallel das neue iPhone 12 noch. Sicher. Mach Vollausstattung. Boah, die Seite leckt. Übel. Jetzt ohne Spaß, oder? Habt ihr jetzt alle irgendwie jetzt hier gerade versucht, die iPhones zu kaufen? Hört mal auf, Zeug zu bestellen. Also, es wäre echt fair, wenn wir erstmal kaufen könnten. Schon? Dann könnt ihr. Also, iPhone 12, welche Farbe jetzt? Schwarz, okay, also schwarz. Dann 128, wir tauschen nichts ein, wir bezahlen nie. Wieso geht es jetzt nicht? Weil du nie bezahlen willst. Doch, ich habe auf Ja geklickt. Ist schon ausverkauft? Nein. Schwarz, dann probier mal blau. Es lädt noch. Ah, guck mal, parallel kaufen wir jetzt. Ladegerät. Problem mit dem Artikel. Was? Hör auf. Sieh in deine Einkaufstasche. Warum? Haben sie es schon weg oder was? Was ist denn da los? Es läuft richtig bei Apple. Es läuft richtig rund. Überleg dir das mal. Hä? Jetzt hör mal auf, als ob die alle jetzt gerade iPhones kaufen. Was ist mit euch los da, Mann? Dieses Ding spackt hier komplett. Der Chris kann nicht zahlen. Ja, die haben alle Probleme. Ach stimmt, ich muss mich theoretisch nachher noch anmelden. Wieso geht denn das nicht? Ich will auch noch das iPad bestellen. Wir bestellen jetzt alles Gleiche. Sneaker X, hör mal auf mit den Video-Uploads jetzt. Wir sind jetzt hier am Bestellprozess. Ich ziehe der kleine Stecker. Ohne Witze. Wie alles ausverkauft ist, jetzt ein Witz, Jonas. Der Jonas, der labert eh. Jetzt was drauf, jetzt geht's. Jetzt geht's. Was ist denn das jetzt? Das Schwarze, hinzufügen. Jo, wie sie den Strohblatt machen. Warum macht ihr das? Die Leute gehen so ab. Schloss mit euch. Als ob sie das Geld alle wirklich oben rumliegen haben, ey. Hey, hör mal auf jetzt hier. iPad ist schon drin. Nee, schon nicht drin. Nee, ich hab's angeklickt. Doch. Es passiert einfach nix. Es passiert gar nix. Boah. Das ist ja Katastrophe. Ich versuch jetzt parallel hier nochmal zu gucken. Aber das ist ja auch für einen Eimer. Ich hab überall schon geklickt. Passiert ja gar nichts, Mann. Willst du nochmal eine Auszeit, Sneaker X? Ja, gute Frage, Sneaker X. Benimmst du dich jetzt mal. Was ist mit dem Shop los, Leute? Ohne Spaß. Abartig. Der Obli sagt, wir sollen was Schönes mitbestellen. Ja, versuchen wir ja gerade, aber es funktioniert halt nicht. Das ist echt mies, ja. Mann, zu hart, da kannst du auch echt laut sagen. Ah, jetzt ist es auf jeden Fall eine Einkaufstasche. Das ist ja supi. Wir haben bisher nur das iPhone 12. Wieso haben wir das zweimal drin? Ja, dann tun wir einmal rein. Hä? Was? Ich habe vielleicht so oft draufgeklickt. Könnte sein. Muss ich aber nochmal refreshen. Nee, mach der selber. Das dauert aber ewig. Scheiße, unglaublich heute. Unfassbar. Ich glaube, ich bestelle das hier jetzt einfach so. Es ist doch nicht mehr normal. Ich bestelle das da schnell. Ist doch nicht mehr normal. Habt ihr jetzt echt alle auch bestellt oder was? Das gibt's doch nicht. Das lädt immer noch. Hör mal auf, hey. Dann macht er gar nichts. Refresh nicht mal, wenn du die Summe von 2 auf 1 reduzierst. Das gibt's doch nicht. Nee, ich bestelle das jetzt hier und dann gucken wir halt. Dann müssen wir es jetzt halt über das Handy bestellen. Aber vielen Dank. Hast du da das richtige Konto dahinter? Nee, das ist meins, aber das ist mir jetzt auch egal. Hey, ist ja auch kacke. Ja, was soll ich machen? Ich kann mich ja nicht ummelden jetzt hier. Warum nicht? Weil das alles in dem iCloud-Ding hängt, in dieser App. Du kannst dich nicht abmelden. Das ist keine Website, weißt du? Supi. Ja, das bringt ja auch nichts. Ah, hier geht's jetzt, guck. Also das ist jetzt auch im Warenkorb. Ja, jetzt ziehen wir jetzt schon noch hier durch, das geht schon. Aber das lädt immer noch. Ja, Mann. Sonst geh mal in den, wo es zuletzt refreshed hat. Du, das ist das doch hier.
Nein, ich meine, du hast ja jetzt irgendwas zuletzt in Warenkorb geschmiert. Ah, war eine iPad Sky Blue. Hey, sichi. Ja, 2050. Stellt sich die Frage nicht hier. Wi-Fi oder Cellular brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Oder nimmst ja du dann eh. Brauchst du nicht. Stimmt, nee, wir brauchen nicht mal Hotspot. Ja, aber auch kein Mensch. Cellular noch nie genutzt. Kein Mensch braucht Cellular. Nie genutzt. Ich meine, Hotspot mit meinem iPhone 12 Pro. So, der Jonas, der mahnt den SneakerX noch einmal. Hat er recht. Der legt es echt drauf an, der Junge. Und dann geht's so richtig in die Reihen. Gravur, ja schon. Lappen. Lappengravur. Warte. Auf wen eins. Denn? Eins. Eins. Pacific Blau. Okay, passt. Zubehör. MagSafe. Das geht nicht. Wir gehen jetzt, warte mal, wir machen das anders. Wir machen ja, dann lass halt Zubehör weg. Achso, wir können ja nochmal was bestellen. Sichern wir die Phones. Ah, das iPad war jetzt nicht drin. Ist mir auch egal, können wir immer noch bestellen. Sagt er so einfach, die sind halt gleich alle ausverkauft. Ja, Mai! Was soll ich jetzt machen hier, wenn der Tim Apple auf der Leitung steht? Ja, so, da geht mal, halt gar nichts. Wir bestellen jetzt hier seit, ungelogen, 11 Minuten iPhones und wir haben immer noch keins. Ja, ist echt frustrierend. MagSafe ist schon ausverkauft, ja. Ja, toll, dann müssen wir das halt nochmal kaufen, wenn es wieder eine zweite Charge gibt, oder? Das gibt's doch nicht. Versandkosten? Echt? Nee, iPad geht jetzt schon, Jakob, hier. Geht doch. Hast du nicht gesehen, ich klicke halt hier zu schnell rum. Aber iPad Air 4 geht ich schon. Also man sieht's doch, dass es geht. Geht. Jungen, das geht, das geile Teil. Problem ist, dass ich hier nicht auf Bezahlen komme. Musst dich in Geduld üben. Das ist hier in der App. Ohne Scheiße, man ist nicht schon mal in der App. Das ist gar kein Thema, da kannst du alles hinzufügen. Ja. Hätte uns ja auch mal jemand vorher sagen können. Gibt's doch nicht, oder? Hockst hier in einem Store fest und kriegst das Ding nicht gekauft. Die wollen es nicht verkaufen. Wir sitzen hier komplett fest. Und dann am Ende beschweren sie sich, wenn die Aktie runterscheppert, weil sie zu wenig iPhones verkaufen. Ja, natürlich verkaufen die zu wenig iPhones, wenn der Shop nicht läuft. Oh, Kacke hier. Nee, wir probieren keine andere Farbe beim iPad. Kannst nicht bringen. Andere Farbe geht nicht. Nee, das kriegt man echt nicht hin. Die Produkte reviewen wir auf jeden Fall, retournieren sie aber nicht, weil die behalten wir schön, weil wir immer wieder Reviews dann drüber ziehen und in verschiedenen Anwendungsfällen sowas auch nochmal vergleichen können. Ja, aggressiv wird man halt, wenn man einfach nicht shoppen kann. Das ist ganz verständlich, oder? Wir sind überhaupt nicht aggressiv! Das ist alles nur so viel Druck hier. Leute, ich mag nicht mehr. Vor allem über die App geht's wirklich easy. Ich habe jetzt alles in die Einkaufstasche hinzugefügt. Ja, klasse. Fehler. Ah, ne, geil. Der leert die Einkaufstasche einfach. Merkst du was? Das ist der gleiche. Ah! Ich war da schon auf Bezahlen. Rückschalt nochmal. Wahrscheinlich hat aber das iPad noch im Refresh drin. Kein Plan. Ja, ne, das lädt hier immer noch. Siehst du, ich hab's noch gar nicht hinzugefügt. Guck. Ja, scheißegal. Ne, ich will jetzt das bezahlen. Wir brauchen. Checkout. Wir brauchen jetzt die blöden iPhones. Ja, Murat, hör auf, hey, bitte. Natürlich hat es bei dir geklappt. Drückst uns halt noch rein. Was hast du denn alles gekauft, Murat? Das könntest du mal reinschreiben, das wäre interessanter. Wieso kriegen wir es nicht gekauft? Jetzt mal Digi ohne Scheiß. Naja, super Sache, wenn man sowas nicht gekauft kriegt. Echt? Super. Bei mir geht es nicht mal über die App. Aber keine Chance, ich krieg's nicht gekauft. Geht nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt iPad alle den Shit kaufen wollen. Aber da kommt hier jedes Mal ein Fehler bei mir in der blöden App. Ja, hier auch. Geht ja gar nichts. Wieso ging das bei Murat? Murat labert doch. Ja, bei dem geht es. Jetzt werde ich langsam, weißt du, von aggressiv, depressiv. Das ist echt... iPhone 12 Pro, iPad Air und Zubehör. Was? Jetzt hier. So. Jetzt. Und jetzt nehmen wir euch das mal weg, weil das geht euch jetzt erstmal einen feuchten an. Naja, kurz hier die Apple-ID reinpfeffern. Schieß mal kurz auf die Frontkamera nochmal. Interessant wird es halt, ob es jetzt auch wirklich funktioniert oder ob jetzt nachher alles gekillt ist, nachdem wir uns anmelden, ja? Ich habe keine Ahnung. Vor allem... Wir sind gespannt. Ja, stimmt, ihr seht jetzt, eure Einkaufstasche ist leer, gell? Nö, ich habe schon geflext. Ah, okay. Geflext? Gewechselt. Geflext haben wir genug schon jetzt in dem Video. Allein, wie lange das jetzt wieder lädt? Also bisher passiert einfach gar nichts. Entspannt geht wirklich nichts. Und das Krasse ist, hey, du hast jetzt hier nicht irgendeinen Kackshop, sondern du hast hier einen Apple-Shop dahinter, gell? Schon krass. Nee, da kommt mir mal vor, weißt du, wie wenn du irgendwie so einen Travis Scott-Schuh oder so kaufen musst, wo jeder irgendwas kaufen will. Ist doch mittlerweile hier bei Apple genauso. Ja, ist das so.
Das ist also voll krass. Die wurden echt weggebottet hier alles. Ja. Yeah. Aber halt von normalen Menschen. Ja. Also weggemenscht. Weggemenscht. Brutal. Gibt's ja gar nicht, oder? Nee, dann meldet sich. Da geht ja gar nichts. Der steht immer noch dran, anmelden. Alter, wie kann man sich so lange an einem Shop anmelden? Das ist auch so edel, wäre so Passwort falsch eingegeben. Ja, danke, danke dafür. Mann, oh. Na! Wir sind immer noch kein Stück weiter, Leute. Noch kein Stück weiter. Könntest du halt echt komplett durchdrehen gerade. Ja. Ich muss mir, glaube ich, meinen Pulli ausziehen. Mir ist viel zu heiß. Boah, bei mir ist es eh gleich Äpfel. Äpfel, verstehst du? Verstehst du, ja. Das geht einfach nichts. Ja, das ist auch nicht mehr so. Also du kannst ja nicht mal mehr dein Geld loswerden. Also entweder du schmeißt es in die Mülltonne, weil kaufen kannst du nichts mehr. Schon wieder, guck mal, es geht nicht. Doch, der sagt jetzt da oben, jetzt dreht sich das Rädchen da, jetzt dreht sich es da nicht mehr. Leute, ich muss mich jetzt hier kurz mute machen. Ich verreck hier. Ist fassungslos, echt. Das ist echt nicht mehr normal. Passiert da jetzt was, oder? Nein. Passiert einfach gar nichts. Das ist total wild. Aber es dreht sich schon, das Rädchen da oben dreht sich. Der lädt schon die Seite, aber ich blick's halt nicht. Wieso, vor allem, wieso hat der Murat... Da passiert einfach nichts. Bäh. Tim Krause. Ne, wir schließen den Browser. Die können wir jetzt nicht mehr schließen, weil wir haben schon alles in der Bag. Wir müssen uns nur noch gerade authentifizieren. Ja. Ah, jetzt guck. Jetzt sieht's gut aus. Ich möchte meine Gelieferung. Ja, kostenlos. Freitag 23 Uhr. Boah, das ist schon verspätet. 7 bis 10 Werktage. Ist schon egal, hau rein. Weiter zur Lieferadresse. Also Leute, wir sind jetzt im Checkout-Prozess. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, warum der Murat... Hey Murat, mach mal so ein How-To-Stream. How to cop iPhones faster than everybody else. Checkst du, oder? Checkst, Murat. Aber ich glaube, du hast eh nur rumgeflext. Du hast es nämlich gar nicht. Der hat die schon lang. Ich glaube, der hat sich nur ein MagSafe bestellt. Deswegen ging es so schnell. Der hat mir gar keine iPhones bestellt. Der hat nur Zubehör geshoppt heute. Weiter zu zahlen. Ja, wir haben jetzt halt leider kein Zubehör, gell? Aber es dauert mir alles zu lang jetzt. Ich bin außerdem nicht gemacht für sowas. Zubehör kann man immer noch shoppen. Ich bin für so einen Druck nicht gemacht. Das ist einfach nicht, das geht nicht. Das ist nicht für mich gemacht. Ja. iPhone 12 Pro. Jetzt, wie möchtest du bezahlen? Nimmst du mal, gar nicht. Gar nicht, doch. Nimm schon mal hier der PayPal. Ja, wir haben sonst auch noch... Adi, der ist nicht gut. Murat hat bei Wish schon. Hat sich verklickert heute. Murat entspannt bei Wish bestellt. Gab's da auch schon die neuen iPhones? Hatten die da auch 5G, wenn du bei Wish bestellst? Ey Leute, PayPal, let's select halt PayPal. Nicht mehr normal, nicht mehr normal. Du hängst hier drin und du kriegst diese Dinger nicht gekauft. Los hier! Du willst iPhones kaufen, du kannst es nicht, weil es nicht funktioniert. Das kann nicht wahr sein. Ich geb's zurück, bevor es da ist. Das kann nicht wahr sein. Apple, was soll der Quatsch? Mach doch mal jetzt mal ein bisschen. Wir haben hier Glasfaser. Jetzt. Nö. Ach doch, jetzt weiter zu PayPal. Programmieren die Seite, während wir es anklicken? Ja. Aber jetzt müssen wir eh gleich Schluss machen hier. Ja, du kannst ja dann zischen. Wenn wir nicht fertig werden, bestelle ich halt noch hier. Was, in der App kann man nur mit Kreditkarte bezahlen? Ah, okay. Ich habe meinen R bekommen, ihr wart einfach zu langsam. Hä, war zu langsam? Hallo, ihr wart doch dabei. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, also ich muss mich jetzt dann verabschieden, weil ich habe noch was zu tun. Kevin hat noch Geschäfte. Aggressionen ablassen. wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch weiter streamen hier. Vielleicht kannst du danach noch ein iPad shoppen. Ja, muss ich sogar. Ich muss jetzt noch gucken, was noch so geht hier. Weißt du, wie es... mein iPad... Was ist mit euch los? Wieso habt ihr das alles schon? Weißt du, wie es funktioniert? Kannst du ja alles ausmachen. Also, der, bin mal raus hier. Ciao, bis morgen. Tschüss, lieber Kevin. Mach's gut. Bring schon mal was mit. Lelelele. Sneaker X, ich ersetze den Kevin. Ja, komm halt rein, du Lappen. Was? Weiter? Okay. Jetzt kann ich das Passwort eingeben. Oh mein Gott. Was macht der jetzt eigentlich, wenn gleich das Sneaker X reinläuft? Wo kommt denn der her? Andi Mods, hört bitte auf, mich zu verwarnen.
Kommt da einfach da rein. Hast du nicht mal angeklopft? Warte kurz. Okay. Was ist denn hier los? Herein? Läuft hier eine Aufnahme? Ja, nee, hier läuft keine Live-Aufnahme. Das ist alles safe. Wir sind unter uns. Kannst du ruhig. Hock hier zu. Wieso habt ihr alle die iPads schon? Jetzt muss ich prüfen, ob die Bestellung richtig ist. Natürlich ist die richtig! Nein, ich habe die Geschäftsbedingungen nicht angeklickt. Der Julian fragt, ob du Sneaker X bist. Ja, okay, das kann ich wirklich bestätigen. Deswegen finde ich es auch brutal witzig, dass ihr ihn die ganze Zeit gebannt habt. Ja, guck, Sneaker. Ich bin zu wichtig, Jungs. Immer noch nicht. Ich geh mal runter von meinem Stuhl. Ich hab grad die Info bekommen, ich kann doch nochmal Viertelstunde. Hat doch noch verlängert. Ich komm später wieder. Wenn du so heißt, oder bleib hier, geh in die Mitte, hock dich hin. Der Stream eskaliert komplett. Wieso geht denn das nicht? Hab nochmal Viertelstunde verlängert. Ach so, das lädt da oben. Jetzt in Bearbeitung. Und du wurdest jetzt gestrikt von unseren Mods, oder was? Mehrmals. Dreh komplett durch. Warte. Was, da hat jemand den Grün bestellt. Warum in Grün? Warum in Grün? Grün. Gold. Bestellung. In Grün. Jo. Also wir haben bestellt. Bestellung ist raus, Mann. Bestellung ist raus, 23. Oktober und 28. Oktober bis 3. November iPhone 12 Pro. So. Jetzt passt mal auf, Leute. Jetzt sind wir ja hier angemeldet. 20. Oktober. Jetzt können wir noch was anderes kaufen, Mann. Jetzt gucken wir noch wegen iPad. iPad. Aber nicht grün, blau. Also. Was ist mit dir los, Sneaker? Sneaker? Was Geiles zum Sitzen. Matteo, danke. Das ist schon geil. Wir sind komplett gefresht. Wir sind übelste Shopping-Pros, natürlich. Wir brauchen 20 Minuten, um zwei iPhones zu bestellen. Übelste Pros. Alter. Der Chris kriegt sein iPad am 23. Geil. Also probieren nochmal. Ging ja, oder hast du schon drauf? Das lädt schon. Hervorragend. Wir müssen halt auch noch Zubehör shoppen, Leute. Wir müssen Zubehör shoppen. Wieso können wir kein Zubehör shoppen? Schau mal, wo ist die andere Seite? Vielen Dank. Ja, bitte. Gerne, immer gerne, Tim Apple. Auch wenn probier deine da mal, Seite wenn du eh schon drin bist, unfassbar mal. Kacke ist. Oh, wir schalten hier nochmal um. Rüberziehen oder was? Nee, bleib da drin, passt alles. Warte mal, es geht doch jetzt hier iPad. Ja, das geht viel schneller. Ja, bleib in der Session. Ja, weil da denken die, krass, der hat Kohle. Auf der Seite hat der Kohle. Hau raus. Die Jungs feiern es gehört, dass ich hier einfach so reingekommen bin. Preise, ich hab's doch gesagt, ich sitze im gleichen Office und ich hab die Leitung der Jungs. Nein, ich hab die Leitung nicht blockiert. Doch, hast du! Safe war das der ich Kollege. Ich hab ein paar Videos hochgeladen. Bin so aufgedreht. Vor allem, jetzt haben wir halt kein Zubehör. Ja, müssen wir dann nochmal bestellen. Das hat mir wieder alles zu lange gedauert. Aber Zubehör kann man noch bestellen, ist echt gut. Also beim iPad spackt es brutal. Wie macht denn ihr das? Kängurus Beauty Palace. Geil. Ja, wir haben es geschafft. Aber geiler YouTube-Name. Ja. Hast du wirklich einen Beauty Palace für Kängurus? Das interessiert mich jetzt. Schon nice. Guck, der Kevin hat auch schon die Ärmel hochgekrempelt. Brutal heiß hier drin. Ja, vor allem jetzt. Ach, in der App? Ja, die App ging bei mir aber auch nicht. Das war kompletter Schrott. Wir wollten da ja auch noch das Zubehör. Der Chris hat es über die Webseite bestellt. Wer hätte das erwartet, dass er noch in den Stream kommt? Ja. Ich habe es die ganze Zeit angedroht. Ich wurde deswegen sogar verwarnt und rausgeschmissen. Weil du angedroht hast, dass du vorbeikommst. Ja. Yeah. Was schließen und wieder öffnen? Soll das echt was bringen, oder was? Nein, schließ doch nicht. Ja, das kannst du schließen. Die Session lass mal noch offen. Ja, aber da passiert ja gerade gar nichts. Doch, das dreht sich. Drehen ist immer gut. Nein. Ihr müsst wieder schließen und wieder öffnen. So wie jedes Mal. Du, Murat, wir nutzen 5G. Wir nutzen 5G. Und mit WLAN-Kabel. Was hast du gesagt? Was? Du hast da Maul. Okay. App geht. App geht. Schon wieder. Ja, jemand, der Not heißt. Not, also Not Jaco. Geht Not. Sneaker X bist du auch ein Lappen. Ja, es ist so schwierig bei ihm zu sagen. So ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, er ist auf einem guten Weg, aber er hat noch ordentlich ein oder andere aufzuholen. Defizit. Also da gibt es noch sehr viel Potenzial. Aber oben. Sabotieren kann ich ziemlich gut.
Ja, das kannst du relativ. Ja, dafür bist du, glaube ich, auch gemacht. Aber das Problem ist, Sabotage passiert beim Vadim, beim Sneeko, wenn er versucht zu helfen. Also er nennt es Helfen. Ja. Helfen. Und dann ist es Sabotage. Ja. Also es geht nicht, Kevin. Ja, dann halt ich muss, nicht. Ich mach's nochmal zu. Mach's nochmal zu. So, Seite auf, weil die denken, die haben schon was gekauft, die kriegen nichts mehr. Also, Apple. Oh, Aole schreibe ich. Aole. Oh, schon wieder. Hey Jungs, was ganz wichtig ist, haut echt nicht auf den Tisch, das scheppert so brutal im Mikro. Ja? Yeah. Yeah. Ja, stand öfters wirklich da. Ja, wir konnten nicht lesen, wir waren am Bestellen, aber gut, dass du da bist, dass du es uns sagst. Seht ihr? Ich hab geholfen. Hat er doch noch einen Mehrwert heute geliefert. Also dann, vergiss nicht zu spülen, wenn du einen reinsetzt. Das Problem ist, ah ja, guck mal, das ist wirklich, Ehre, das ist wirklich so, hätten wir es nur einmal zugemacht. Haben, ohne Scheiß. Warum haben wir nicht auf euch gehört? Ihr müsst es uns aggressiver mitteilen. Wir sind so mitteilen. Dumm, echt. Ihr müsst es uns aggressiver mitteilen. Wir sind halt so dumm. Es geht voll schnell. Guck mal. Ja, easy. Willst du auch so einen Stift? Was? Ja, klar. Also, der nimmt noch so einen Stift. Magic Keyboard? Ja, klar. Das da. Ja, sichi. Okay. Guck mal, das geht voll schnell. Das gibt's. Hä? Warum geht das auf einmal so schnell? Macht gar keinen Sinn. Jetzt gehen wir noch auf Zubehör. Zubehör. So, was wollen wir da? Wir nehmen das da auf jeden Fall zweimal. Dreimal nehmen wir. Nee. Brauchen wir viel mehr davon. Ja, Minimum vier, oder? Wie viel kriegen wir? Es gibt nur zwei! Ja, dann halt jetzt zwei und dann morgen nochmal zwei. Ja. Wieso können wir nur so wenig kaufen? Wir wollen mehr kaufen. Da kriegst du die Tür nicht zu. Die wollen dir das nicht verkaufen, gell? Was brauchen wir jetzt noch? Was gab's denn? Ja, Hüllen. Hüllen. Sind die neu. Das ist Silikon mit Magic Valve oder Clear oder Silikon Case. Ja, das war's. Aber warte mal. Da gibt's noch viel mehr. Uiuiui. Guck mal da, was es gibt. Hier, Silikon. Pflaume. Nein, geh weg. Die Ehrenpflaume. Das ist deine Farbe, das bestelle ich dir. Das ist ja voll. Ja, Otterbox. Geh weg jetzt. Ah, nee, das geht's noch gar nicht. Ja, das ist gut. Scheibenkleister. Das ist alles nur bald verfügbar, Mann. Das gibt's alles gar nicht. Ja, dann lohnt sich's ja auch nicht. Es gibt nur bestellen. Das da. Die gibt's in allen Farben, guck. Oder Crystal Clear. Was willst du? Sag. Vorbei. Ja, ich nehme Crystal Clear, weil ich habe ein blaues. Okay. Kann ich Crystal Clear auch in einer anderen Farbe nehmen? Ich hätte Crystal Clear gerne in blau. Naja, Leute, also jetzt bin ich wieder langsam am Runterkommen. iPhone, wir müssen noch mehr kaufen. Wir brauchen noch mehr. Was gibt's noch? Warte mal. Sollen wir so ein Wallet auch noch holen? In Sattel? Also ich brauch's nicht, aber du kannst es dir schon holen. Dann können wir es mal zeigen. Ja, dafür. Ja, ich brauch's auch nicht. Schwarz, oder? Das ist immer am neutralsten, ne? Kannst du nicht überall drauf. Ah, vorhin hat er gemeint, schwarz geht gar nicht. Das ja, ist so als, langsam. Als Smartphone langweilig. Ist halt langweilig. Aber Zubehör ist halt neutral. Ach, da mal! Ohne Spaß, hey. Oh, HomePod Mini, gibt's da heute gar nicht zu bestellen? Nee, gibt's nicht. Jetzt fangen sie schon wieder an hier. Die verwirrt uns jetzt nicht. Wir sind eh schon überfordert. Ja, hier. Ich muss noch mehr Zubehör bestellen. Warte. Macht mich nicht schon wieder wahnsinnig. Also, gibt doch gar nicht viel mehr. Ein Charger kannst du nicht bestellen. Ja, den haben wir jetzt schon. Wir haben Case, haben wir jetzt. Den haben wir bestimmt. Wir brauchen eh zwei Cases, Mann. Ja, dann bestell halt nochmal ein anderes eben. Ist da so eins. Ja, in coole, coole Farbe, dann können wir auswählen. Nein, nicht Zypern-Grün. Das war ein Witz. Du wechselst gerade nur das Phone hinten. Alter. Ist halt immer noch grün, auch wenn du ein blaues iPhone hinten hinpackst, ey. So dumm, ey. So am Ende. Boah, weiß geht gar nicht, hör auf, ey. Nee, Pflaume ist halt schon auf. Nee, dann... Was sagt jetzt für Farbe? Ja, zeig mal Zypern. Nee, was geht alles, noch? Ja, außer schwarz ist eigentlich alles scheiße. Schwarz. Was, blau? Gab's blau auch oder so? Nee, es gibt nur dunkel. Ach doch, Dunkelmarine. Ja, okay, das geht noch, oder? Ja, pack Dunkelmarine rein. Also nehmen wir den Quatsch hier. Yes. Quatsch, pack mal gerade mal noch einen hier. Nicht mehr normal. Was ist Wallet? Was kostet? Fast so viel wie ein iPhone. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ich habe es nur in Einkaufswagen. Das ist ein Einkaufswagen. Ich habe alles in Einkaufswagen. Ui, 1500 Euro. Nur Zubehör. Nur zu R und ein iPad. Okay, also bezahlen. Soll ich noch eine Geschenknachricht hinzufügen? Du musst dich anmelden, musst mal rüberschieben. Schon oder wieder. Warte, ich schiebe einfach schnell das Bild zu. Du kannst auch drüben lassen, das ist mir wurscht. Zu spät. Alter. Oh, was für ein aufregender Tag, ey. Na, jetzt haben wir es aber wenigstens geschafft. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt durch die ganze Geschichte, auch wenn ich jetzt komplett durchgeschwitzt bin. Und so, erstmal duschen ja. Also wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie es bei euch schaut, ob ihr jetzt alles bekommen habt, was ihr wolltet oder auch nicht wolltet.
Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht auch irgendwas dabei, was wir vielleicht auch nicht wollten. Doch. Haben wir alles bewusst gewollt. Wir wollen das alles so. Ja, und ich wäre auch dafür, kurzer Hinweis an unsere Mods, den Sneaker X künftig immer zu blocken. Ja, den mag irgendwie sowieso niemand so richtig. Gar nicht. Das ist immer so ein bisschen so. Ja, das ist... Nee, und wir versuchen ihn halt jetzt halt auch nicht komplett hier aus dem Studio zu schmeißen, dass er halt noch ein bisschen Freude hat heute. Ja. Aber wir sagen es ihm dann am Montag. Ja, am Montag kriegt er das mit. Ja, jetzt geht's gerade voll gut, oder? Ja, wir hätten gleich auf die hören sollen. Die haben ja gesagt, wir sollen einfach den Browser nochmal öffnen. Ja, aber ich glaube halt immer nicht gleich alles. Aber sorry, wir müssen auf die Community einfach mal hören. Ja, wir haben viel mehr hören. Aber ich meine, wer heißt denn nicht umsonst Lappen? Ja, aber ich glaube, wir haben alles richtig gemacht heute. Wir haben es auf jeden Fall bekommen, was wir wollten. Wir haben bekommen, was wir wollten. Wir haben kein Geld mehr. Murat schon noch. Ja, der Murat, der Murat hat immer noch Geld. Der hat ein Lager an mehr als die Bundesbank. Ja, aber an sich sind wir soweit, glaube ich, relativ gut durchgekommen jetzt. Ja, das war normal, jetzt muss ich schnell fertig bestellen. Ist leider ein bisschen eskaliert. Weil Entschuldigung, was ist schon jetzt hier wieder? Weil wir halt jetzt doch nicht alles so geschmeidig durchbekommen haben. Ja. Aber ich glaube, es war trotzdem okay. Das kann man ja schon mal machen. Wie sieht es hier aus? Jetzt kaufen. Nein, über diese Geschäftsbedingungen. Jetzt kaufen. Jetzt. Oh, kommen wir dann zum Ende, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Du bist startklar, die Nummer ist... Was haben wir alles bestellt, ey? Ja, ich sag mal, wir haben vielleicht was bestellt, was wir nicht wollten. Jo. Okay. Wir sind soweit durch. Dienstag ist Stream, auf jeden. Wir werden am Dienstag streamen. Wir haben alles bestellt. Wir werden dann noch ein bisschen was raushauen, noch einen Post, dass ihr dann nochmal informiert seid, wann es genau sein wird und was wir dann machen. Definitiv Dienstagabend, da werdet ihr auch alle Zeit haben, außer ihr seid natürlich wieder beim Arbeiten. Dann hoffen wir auch, dass Murat noch mehr bestellt, als er hier angegeben hat. Ich glaube nämlich, der hat nichts bestellt. Der Murat. Und ja, wie gesagt, dann sind wir für heute am Ende und hoffen, wir sehen euch am Dienstag wieder im Stream. Wer jetzt hier zugeschaut hat und noch kein Abo dagelassen hat, sollte es jetzt machen und die Glocke schallen. Das wäre ganz wichtig. Ja. Schallert die Glocke. Vielen Dank von uns, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht mit euch, auch wenn wir ein bisschen eskaliert sind. Und das mit dem Tischklopfen tut uns natürlich nicht leid. Nee. Unboxings werden wir machen. Wir können auch mal überlegen, wann Live-Unboxing könnten wir uns überlegen, ob wir das vielleicht auch mal in unser Format mit integrieren, wenn wir das an einem Dienstag mal machen könnten. Ja. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall coole Videos zu den Produkten noch machen. So ein klassisches Unboxing, denke ich eher, das ist zu lame. Habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Aber es wird coole Videos darüber geben. Jedes Produkt wird vorgestellt. Matrix fragt noch, warum kein Strike von Google? Ja, weil wir ausnahmsweise den Sneaker X heute live hatten. Der hat den Unterschied gemacht. Jo. Also, Leute, vielen Dank. Heute sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Das sollen wir noch beenden, gell? Ja. Ciao. Tschüss.